Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist heute der Stadion-Vlog angesagt. Ja, ich gehe ins Stadion Hamburg gegen Aue. Ich werde einiges für euch mitfilmen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Vlog. Das ist jetzt Luis. Er wird jetzt diesen Ball hier da drüben reintreffen. Okay, jetzt mache ich den rein. Das ist schon zu gut für die. Guck's an. Oh, Digga. Du wirfst einfach alles runter. Oh. Das ging mal fertig. Und wir müssen jetzt los. Los. Okay, das. Also ich habe jetzt schon 3 Minuten aufgenommen. Dann mach 3 Minuten weg. Nein. So, wir sind jetzt on the way. Hier ist Luis. Ich bin Paul. Das ist Paul, okay. Das ist mein Bruder. Und wir sind jetzt on the way zu Volksparkstadion. Luis, was ist deine Einschätzung? Wer gewinnt heute? Auf jeden Fall Bayern. Und RB Leipzig wird Champions League. Champions League-Sieger? Die sind in der Gruppenphase rausgeflogen. Also Leipzig ist Traditionsverein auf jeden Fall. Ja. Und ja, und den DFB-Pokal. Ja. Nee, Hamburg wird gewinnen. Wissen wir doch. So, was ist gerade passiert? Der Bus war viel zu voll. Jetzt gehen wir nach Stellingen. Also wir müssen nach Stellingen, weil da... Was ist in Stellingen? S-Bahn, ne? Ja, genau. Wir müssen die S-Bahn nehmen. Und wir müssen doch nicht die S-Bahn nehmen. Von da aus geht man zu Fuß zum Stadion. Von da aus geht man zu Fuß zum Stadion. Ich habe Ahnung. Als ich... Was du im Insta? Ich mache YouTube-Vlog. YouTube-Vlog. Auf YouTube? Ja. Luis, wie findest du das? Amüsant. Amüsant. Das ist ja schon mal das beste Wort. Hey, Leipziger Zug. Ja. Nein, Hannover Zug und Berliner Zug. Niemals um. Geh einmal in Leipziger Zug. Du wirst sehen, da gibt es eine Achterbahn. Da gibt es eine Achterbahn. Also, ja, es gibt eine Wasserrutsche, Wassergondelbahn, alles. Es gibt einen Dschungel, wo du von Baum zu Baum gehen kannst. Also 50 Meter Höhe. Oder? 50 Meter, Digga. Sehr stabil. Ich freue mich tatsächlich. Ja, jetzt ist nicht so, natürlich freut man sich. Aber es ist eine geile Stimmung auf jeden Fall. Ja, ja, die Stimmung wird geil sein. Das glaube ich auch, weil es ist ja das erste Spiel, nachdem Maskenpflicht abgedingst worden ist. Also es ist keine Maskenpflicht mehr? Also außer in geschlossenen Räumen. Also die VIP oder Klos. Aber in Klos will man die auch aufhaben. Ja. Also hier stürmen wirklich Massen rein. Es ist nicht so extrem wie jetzt bei einem komplett ausverkauften Ligaspiel. Es sind so, glaube ich, 25.000 Leute da. Vielleicht sind noch mehr da. Hallo! Ja, ich habe mich sehr erschrocken, doch das war glücklicherweise nur Kai. Ach, heilige Scheiße. Ich hab Bock. Es riecht nach Mango. Es riecht nach Kippen. Soll ich posen oder? Ja, machst du krasse Moves. Geil. Volksparkstadion, sponsored by Tomatensaft. Googlesaft. Wo gehst du lang? So, Luis sagt, dass ich irgendwann mal da oben hängen werde. Ich denke nicht. Luis denkt aber schon. Ja, ich muss motivieren. Motivieren, okay. Du musst jetzt erstmal auf die andere Seite. Erstmal auf die andere Seite. So, wir haben es irgendwie verkackt. Da ist das Stadion.
Wir haben Nordplätze und wir sind im Süden. Ja, und jetzt müssen wir nochmal auf die andere Seite. Okay, Luis, was tippst du? 2-1. Okay, was tippst du? 3-0. 3-0, das ist ein knackiges. Was tippst du? 2-1. Ich tippe ein knackiges 2-0. Ich sag auch, Hamburg geht 1-0 in Führung. Dann wird es nochmal spannend und dann rund 60-70. Minute, denke ich, wird das 2-0 passieren. Fernandes.
25.890. Jetzt ist die Chance da. Glatzel und Haier und 3-0. Legende! Jata! Luis, wie findest du das Spiel bis jetzt? Super! Okay. Wie machst du das? Oh. War dein erstes Spiel? Wie fandst du es? Ich fand's geil, Mann. Es war perfekt. Wirklich. 4-0. 4-0. Ich hoffe, ich habe euch das eine Tor eingeblendet, das ich nicht gefilmt habe. Ich glaube, das 2-0. Ich habe gesagt von Anfang an, dass es 2-0 ausgehen wird. Luis hat gesagt 3-0. Er wurde dann noch ein bisschen höher. War schon ein geiles Spiel. Ich bin komplett heiser. Aber das sollte man nach einem Spiel auch sein. Das gehört dazu. Jetzt nochmal die Barclays Arena. Ja, wie gesagt, damals Barclays Card Arena, aber weiß nicht, ist jetzt plötzlich das Stadion in Brooklyn.